Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS 19 aus der Untergriesbach von der Challenge Map beim Düngen dieses tollen Sonnenblumenfeldes. Und ich denke mal, das werden wir heute auch zügig abschließen. Ich denke mal, wir werden vielleicht ja bei Feld 7 dann noch hängen quasi. Ich habe jetzt auch mitten in der Bahn jetzt einfach mal angeschaltet, mir gedacht, ich lasse einfach mal schon mal ein bisschen laufen. So, dass das Ganze so ein bisschen schon mal hier vorgearbeitet wird. Ich muss auch gucken. Ich mache es jetzt absichtlich ohne GPS, weil wir ja quasi so ein bisschen, ja, wir können überlappen, ohne dass er quasi den Verbrauch erhöht. So. Ah, jetzt sagt er mir hier, dass wir da ein Stück. Das Stück ist aber nicht schlimm, wenn wir das auslassen. Könnte dann am Ende genau das Stück sein, was wir gebraucht haben, was dann quasi sagt, wir sind dann fertig, wenn wir am Ende angekommen sind. So, wir haben gleich 50% Verbrauch, das heißt 450 Liter Düngemittel raus. Könnte für Feld 7 tatsächlich ein bisschen eng werden. Aber wir können ja auch noch Kleinstmengen kaufen. Wir müssen ja, wir haben ja gesehen, wir müssen keinen ganzen Beutel nachkaufen. Also keine ganze Palette, sondern wir können auch sagen, wir holen uns nur 940 Liter oder sowas, dass wir diese beiden Düngemissionen machen sollten, dass wir da vielleicht ja vielleicht die Hälfte von dem Geld, was ein ganzer Sack kostet, nochmal brauchen. Das wäre jetzt etwas, damit könnte ich leben, das wäre jetzt nicht so schlimm. Schlimmer wäre es, wenn ich eine ganze Palette kaufen müsste und bräuchte sie gar nicht. Weil mit der Menge, die wir jetzt haben, kommen wir definitiv nicht bei den drei Missionen hin. Sorry, rechnerisch müssten wir jetzt dann fertig sein. Da würde das vielleicht noch gehen, dass Feld 7 noch klappt, weil das Feld ist deutlich größer. Deswegen auch eigentlich mit der Spritze, aber kostet uns ja auch wieder Mietkosten und wir müssten den Dünger ja trotzdem noch kaufen. Der läuft ja nicht von alleine in die Maschine. Und deswegen, Mietmaschinen rechnen sich immer nicht. Nicht wenn man die Missionen macht, um eigenes Geld daraus zu schlagen. Da rechnen sich Mietmaschinen überhaupt nicht. So, kommt das hin? Ja, kommt hin. Ah, locker. So, sollen wir mal anvisieren? Das ist ja nicht mein Sonnenblumenfeld, da kann ich ja kreuz und quer fahren, ne? Hier so ungefähr, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, was hatten wir jetzt gesagt? Was hat der Streuer nochmal für eine Arbeitsbreite? Ich habe ihn ja selbst konfiguriert. Der ist ja in drei verschiedenen Ausführungen. Von der Streubreite, glaube ich. Ich glaube 15, 18 und 24. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, in was ich den konfiguriert hatte. Ich glaube in 18, ne? Oder 24? Ich weiß es nicht. Wir werden es auf dem anderen Feld sehen. Wenn wir nach den ersten beiden Bahnen noch in der Mitte eine Lücke haben, dann war es die falsche Breite. Bei Feld 7 werde ich definitiv optimal machen mit GPS, sodass wir wirklich nicht zu viel ausbringen, da nicht irgendwo was verschwenden. Wahrscheinlich gerne einmal noch zurückfahren wegen dieser, ja, wegen der schmalen Bahn, ne? Ja, genau. Egal. Auch das ist ein Ding. Kriegen wir hin.
wenn wir den Blick oben haben, wann da steht abgeschlossen. Aber dafür müssen wir wahrscheinlich entweder das Dreieck oder die Längsbahn noch machen. Ich mache dann eher die Längsbahn. Und zum Schluss das Dreieck. Dürfte eigentlich reichen. Wenn wir jetzt die Bahn hier machen, dürfte das eigentlich reichen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Nee, reicht nicht. Shit. Okay. Also nochmal das Dreieck. Doch nochmal das Dreieck anvisieren. Jetzt haben wir noch 100 Liter übrig. Das heißt, wir haben 800... Oder wir werden jetzt wahrscheinlich so an die 820, 830 Liter werden wir verbrauchen. Okay. Warum nicht abgeschlossen? Ah doch, habe ich das nicht gelesen? Okay. Also, wir schließen das ab. Und wir nehmen die Mission. Was kostet der? 1400 Euro würde der kosten. Hektar. Hektar, Feld 29. Ne, wir machen Feld 7. Guck mal, wir können hier schön mit GPS fahren. Das kriegen wir hin. Alles klar. Feld 7. Ohne Gerät. Klar, mit der Spritze geht es natürlich deutlich schneller. Aber wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich mir jetzt noch eine Spritze hole, habe ich, gibt es eigentlich, ne. Wenn ich mir jetzt eine Spritze hole, und ich hole mir Flüssigdünger, kostet 3200 Euro, 2000 Liter. Hier noch anderen. Flüssigdünger, Zivilmittel. Nur mal kurz gucken, ob ich noch irgendwas anderes hätte. Ja, 3000 Liter für 2800. Ja, gut. Sag ich mal so, würde auch noch gehen. Allerdings sind wir dann mit Mietfahrzeug auch bei 4000 Euro. Das heißt, wir kriegen gerade mal 6000 raus. Das macht keinen Sinn. Das rechnet sich einfach nicht. Das ist, dann haben wir noch 6000 Gewinn. Gut, wir sind dafür natürlich deutlich schneller fertig als mit dem Schlepper jetzt hier und dem Streuer. Und wir müssen zwischendrin auch, ja, ich sag mal, bei 3000 Liter wahrscheinlich nicht auffüllen. Wir können ja mal gucken, wie viel, was haben wir denn noch? Wir haben noch 1200 Liter übrig, glaube ich. Wir können ja mal gucken, wir können ja mal das Feld berechnen lassen mit Dünger. Und bei Feld 7 mal gucken, wie viel Mineraldünger wir bräuchten. Ob sich unsere Menge ausgeht, sagen wir es mal so. Weil das Feld ging jetzt auf jeden Fall aus. Das hat uns 1000 Liter gebracht. Hoppala. Schön. 1000 Euro plus gebracht. Ungefähr, grob. So, wir haben jetzt noch 378 Liter übrig. Okay. Feld 7. Okay. Also wenn wir da jetzt richtig hantieren. Okay. Wenn wir da jetzt richtig hantieren mit dem Düngestreuer. Bei 1200 Liter, die wir brauchen. 300 hätten wir noch. Das wären dann 1200. Das müsste... Müsste sich genau ausgehen, dass wir die beiden Missionen abschließen können. Für Feld. Gut, okay, für das
für Feld 29 haben wir dann kein Düngemittel mehr übrig. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Wenn wir jetzt zwei Missionen voll haben, haben wir ja schon mal wieder ein bisschen Kohle. Und vielleicht kann ich da mal den Düngemittel dann, ja, die Menge kaufen, die wir brauchen. Also quasi eine Kleinstmenge kaufen. Muss ich mal sehen. Oder ich lasse die Mission, weil es lohnt sich, eine ganze Palette für das Feld zu kaufen. Die Palette ist teurer als der Gewinn. Bringt uns also gar nichts. Ich weiß gar nicht, was auf Feld 7 drauf ist. So, Feld 7 ein Stückchen weiter. Das ist ja geil, wenn das jetzt sich genau ausgeht. Das wäre geil. Was wäre dann genau... Also dann hätte sich das, wir haben jetzt schon 1000 Gewinn. Das heißt, diese 10.000 wären jetzt der Reingewinn, was als nächstes kommt. Dann wären wir zwar nur bei, nur in Anführungsstrichen bei 22.000, aber ich glaube, für einen Drescher, den wir brauchen, und theoretisch bräuchten wir ja auch noch einen Anhänger, sind, glaube ich, 23.000 realistisch, dass wir es mieten könnten. So mein Empfinden nach sollte das realistisch sein. Nee, komm, wir fahren mal auf die andere Seite. Wir fahren mal hier hin zum Schluss. Jetzt, Gott, habe ich schon lange kein Zuckerrohr mehr gesehen, ne? Ist das hier auch Zuckerrohr? Ne, das ist Mais. Okay, Zuckerrohr, na gut. In dem Falle, ne, dann düngen wir mal dein Zuckerrohr. So, dann lass uns mal kurz gucken, was du mir hier sagst. Oh, 0 Meter ist gut. Verdammt, was habe ich da für eine Arbeitsbreite? Da sagt er mir 15 und der sagt mir 24. Was denn jetzt? Kann ich das da irgendwo dran sehen? Nee, ne? Shit. Was hat er denn jetzt für eine 15er? Kostet die Arbeitsbreite massiv extra? Nur noch gleicher Preis. Dann hat er 24 Meter. Sag ich jetzt mal. Testen das mal nach einer Bahn. Boah, ich bin mir gerade echt nicht sicher, ne? Ich will auch nicht Nachbars Grund mitdüngen. Na, so passt das. Gucken wir mal. Ich glaube nicht, dass der 24 Meter sprüht. Nein. Was sind das? Vielleicht 15. Gut, liebe Lüt, ich würde sagen, für euch soll es das heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen.
Würde mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch und einen Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann euch das Ganze anschaut, und sag bis zum nächsten Mal.